beschäftigt, hier ganz viele Charaktere auf den 6. Level aufzuwerten und damit hier den ersten Fortschritt von 20% immerhin hier im Wald zu erlangen, um den auf Level 7 zu bringen. Das hat uns ein paar Stressfaktoren eingebracht, die wir mal kurz beheben müssen. Und dann schauen wir, was wir heute machen. Ich würde sagen, wir gehen weiter in eben diesem Pfad. Sortieren wir nach Stress. So, die gute Margret will auf jeden Fall irgendwo was Entstressendes machen. Okay, Burchi hängt da noch rum. Margret kann da aber auch hin. Da hinten mal noch Neunfinger. Neunfinger treibt sich da auch ganz gern rum. Und der Sturm, der darf sich nur geißeln. Live. Ja, der kommt, der hat diese witzigen Würfel, ich finde, mit denen darf der mal in die Spielhalle. Und Eutropia muss noch eine Runde warten, ansonsten haben wir's. Ja, und diese Bank, glaube ich, macht sich ja auch bezahlt, oder? Wenn ich das richtig sehe, haben wir ja ganz nette Zusatzeinnahmen bekommen. So, und wir müssen auch noch mal hier so ein bisschen nach Equipment-Zeug gucken bei Zeiten, aber ich habe heute echt... wenn man eine kurze... knackige Quest für Einsteiger hätten irgendwo, dann könnte ich mir das vorstellen, dass wir das nachgehen. Schau mal, hier ist Lehrling. Hier ist eine kurze Lehrlingsquest. Dann machen wir das doch und dann machen wir Sortierung von Equipment-Gedöns. Weil hier haben wir auch durchaus noch Bedarf. Ne, wir haben leider eins zu wenig, hier sehe ich gerade. Aber wir hätten auch noch einen Platz frei. In dem Falle sollten wir doch vielleicht mal schauen. Haben wir hier in der Kutsche ein Level 2er? Ja, oh, eine Vestal, aber eine vierte Vestalin wäre mir eigentlich... Ich will das eigentlich nicht so spielen. Wir haben zwei von denen hier, ne? Die gute Burchi und Kamarov. Wir haben, glaube ich, inzwischen drei Vestalinnen. Ja, Martella, Eutropia und Margret. Und hier haben wir den zweiten gerade eben erst von hochgezogen. Wir haben da Perdisha und wir haben Duncan da unten. Nee. Aber was will ich noch? Wovon habe ich nicht schon mindestens zwei? Problem ist, dass... Also eigentlich ein Waffenknecht wäre ja okay, aber der ist jetzt genau das, was wir so schon in der Gruppe haben. Hier ist noch Holland. Ja, hier, die... Dieser Tier haben wir theoretisch... wie heißt sie denn nochmal? Antiquarin, genau so heißt sie. Davon hätten wir theoretisch das eine, aber die finde ich auch mega schlecht. Nee, dann... Ja, irgendjemand muss, ne? Ich könnte mir vorstellen, eine dritte Grabräuberin zu nehmen. Oder echt die Nuller-Antiquarin hier. Die brauche ich für nix. Eigentlich Blödsinn. Dritten Pestdoktor. Die können wir eigentlich häufig gebrauchen, den Pestdoktor. Ist nur Level 0. Nee. Ein anderer Tag wird diese Entscheidung bringen. Wir haben auch nur noch einen Slot frei. Das machen wir mal lieber nicht. Okay, dann in dem Falle schauen wir, wohin wir stattdessen aufbrechen. Wir haben hier eine Menge Level 5er noch, die Level 6 werden wollen. Und das wäre durchaus auch eine halbwegs nette Gruppe, würde ich sagen, die wir daraus zusammenkriegen. Also die Frage, wo können wir hin? Wir könnten die Ruinen mal versuchen aufzuleveln. Die sind schon auf halbem Wege. So eine mittlere Expertenquest hier vielleicht. Okay, hier ist beides ist genau das gleiche. Da gucken, wo es den besseren Loot für gibt. Das Minus-Stress-Buch und ein sehr seltenes Ding für die Vestale plus Heilfähigkeiten. Die geweihte Schriftrolle. Das finde ich zumindest interessant zu haben. Ob wir es wirklich benutzen, können wir ja immer noch entscheiden. Dann, welche Truppe soll es denn dann sein? Ich würde sagen, wir wollen auf jeden Fall Perdisha hier an die Front stellen. Dann würde ich ganz gerne... Wen haben wir denn da oben durchgelevelt noch? Eine Vestalin haben wir schon auf dem Weg. Einen zweiten Hund. Ach so, ich habe einen zweiten Hund. Hier ist doch noch ein Level 1. Ich bin ein Dorfdepp vor dem Herrn. Ich habe noch einen Charakter. Alles klar, das ändert alles. Dann machen wir jetzt genau das, was wir geplant hatten und gehen in die kurze Lehrlingsquest und machen danach ja, so Equipment-Zeug. Brinon ist mein neuer Mann. Hat Brinon? Ne, Brinon hat nichts in der Hand. Genau wie einige von den Charakteren. Das ist unnötig, dass wir da jetzt nichts mitnehmen. Wir können auch genauso gut uns noch Equipment an der Hand nehmen. Da
Da unten ist irgendwas, was hier nur Waffenknecht, aber das ist nur für Position 4. Aber dieses Schild ist mega schlecht. Ich werde das nie benutzen. Ich werde das verkaufen. Es verzinst sich ja dann auch das Geld. Dann haben wir hier so ein Kreuzer-Ding. Okay, okay, okay. Der ist auch Quatsch hier, den nimmt auch niemals jemand. Irgendwelche Lichtsachen unterhalb von 25 will auch keiner. Den habe ich gerade schon verkauft. Verkaufe ich noch einen zweiten von. Minus Stressschaden, Präzision. Das finde ich nicht schlecht für einen Hundemeister. Das können wir erstmal präventiv da reinstopfen. Das ist Antiquarin Only. Das ist Max LP. Das ist ganz nice für ihn. Na, wo war es? Hier, Stein der Gesundheit. Kriegt er erstmal. So, dann haben wir so eine Ring bei hohem Licht. Schaden und Präzi. Ja, alles, was die Präzision erhöht, ist, glaube ich, für den Hundemeister nicht schlecht. Geben wir mal erstmal. Wenn wir nichts anderes finden. So, und dann haben wir hier noch das Ding. Ja, das ist natürlich Traum, ne? Plus Schaden, plus Geschwindigkeit, plus Ausweichen und plus Stressschaden. Okay, Stressschaden ist nicht so gut. Ich würde sagen, Pedischer nimmt das Ding mal. Dann haben wir noch irgendwas anderes Cooles. Das ist so ein Blutfluchding. Dismas Kopf. Ja, ich weiß nicht recht, den finde ich irgendwie seltenst gut. Widerstände. Ach, das ist eigentlich auch nice. Vielleicht ist das das Bessere hier für Pedischer. Weniger experimentell. Hohe Widerstände ist für einen tankigen Charakter sicherlich auch gut. Peitsche des Barons, das ist Blutfluch-dependent. Wulfsquaste. Schaden gegen gezeichnet, präzise gegen gezeichnet. Nicht in dem Kontext sinnig. Das ist Stein mit Ausweichen. Ich glaube, den brauchen wir nicht. Den können wir wegschmeißen. So, Buch der Entspannung. Stressschaden, Präzision immer. Ist das besser als was wir sonst so haben hier? Ach guck mal, der hat schon ein Buch der Entspannung. Ja, alles klar. Ich mal vielleicht nach Seltenheit sortieren. Gehen wir von unten nochmal hoch. Also plus 15% auf Gifthauch ist nicht das Allerschlechteste. Was hat er hier? Achso, er hat schon mega crazy Sachen für Gifthauch. Und Ugimo hat noch bessere Sachen für Gifthauch. Und für was anderes als ein Pestdoktor, glaube ich, sehe ich es nicht passieren. Also auch die Antiquarin braucht es eigentlich nicht. Und es gibt zwar andere Charakterklassen, die auch Gifthauch machen, aber nicht so als primären Skill. Deswegen, ich verkaufe das Ding. So, dann habe ich hier Wappen des Kreuzfahrers. Komm, wir machen jetzt aber vorher so ein bisschen Equipment verteilen und dann haben wir immer schon was los. Schloss des Unholds habe ich zweimal. 15% Abwehr ist sicher nichts Schlechtes. Ich habe auch bloß einen Unholz. Das wäre auch noch eine Charakterklasse, die würde ich nochmal. Ja, vielleicht sollten wir uns einen zweiten Unholz zulegen. Das finde ich gut. Bonhard der zweite passt übrigens jetzt auch zur aktuellen Entwicklung in unserer echten Gruppe. Und der trägt schon ein Schloss des Schutzes. Pass auf, ich schmeiß auf jeden Fall eins davon weg. Okay, dann Wegelagerer Nahkampf-Equip. Wollen wir den Holland vielleicht mal zu einem Nahkampfwegelagerer machen? Gibt es sowas wie einen Nahkampfwegelagerer überhaupt? Der kann boshafter Schnitt. Wir könnten auch noch den Aderlass dazu nehmen. Der Fechtschritt, der einen nach vorne bringt. Ja, man könnte tatsächlich einen Nahkampfwegelagerer mal aus ihm machen. Versuchen wir das mal. Also wir nehmen ihm hier diese Schwertscheide. Der ist auch schon Level 5. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ein Reflex, ich wollte das nicht. Aber schau mal, das ist nur für einen Wegelagerer. Das macht Ausweichen. 45% Chance tun, wenn man das Set voll macht. Das ist ja krass. Nach Charakterbeschränkung mal eben sortieren, okay. Das ist auch für einen Wegelagerer. Das ist das Gegenteil. Das ist nur für Fernkampf. Aber das ist gut. 20% Schaden macht das. 15% Fernkampf Präzi und dafür weniger Nahkampf. Was ist denn mit Deathround? Kann er das gebrauchen? Ja, der könnte das hier abgeben. Der hat voll die Scheiße in der Hand, wenn ich das nur so sagen darf. Ja, auf jeden Fall. Also der nimmt das weg. Dann kann man das für den anderen. Die schärfende Schwertschneide. Zungenbrecher. Das hier ist auch noch. Okay, Schaden für Fernkampf. Okay, das ist schlecht, oder? 10% Schaden ist natürlich dick, aber 20% reduziert Widerstand. Ich weiß nicht recht.
Dann nehme ich doch lieber die 10% Schaden vom Sonnenring. Ja, ich glaube, das ist scheiße, das verkaufen wir. Antiquarin mit Abwehr? Nee. Glaube ich nicht, dass wir das jemals brauchen werden, aber wir lassen es erstmal. Eben nach. Kannst du hier nach Aktivität? Nee. Nach Charakterklassen würde ich gerne sortieren. Das geht gar nicht. Doch, nach Klasse sortieren, hier ist es doch. Dann machen wir es mal folgendermaßen. Dann gehen wir jetzt hier mal Desron und Holland. So. Also, wir haben hier Desron. Der soll unser Fernkampf-Dude sein. Der macht mit dieser irren Gürtelschnalle des Revolverhelden viele tolle Dinge. Und hier ist einfach ein bisschen Pauschalschaden, Pauschalpräzision bei hohem Lichtfaktor. Leider kriegt er dadurch auch mehr Stress, aber das ist mal zu vernachlässigen. Und ihn wollen wir zum Nahkämpfer machen. Und da kriegt er die beiden Schwertscheiden hier. Und dann würde ich den auch mal eben entsprechend skillen. Ja, jetzt. Jetzt zieht sich das alles hier ein bisschen, aber so ist das. Oh ne. Holland. So, du willst. Achso, du bist komplett. Du hast einfach alles. Ah, dich haben wir in so einer Wundertüte bekommen. Ich erinnere mich. Also, nehmen wir mal eben alles raus und gucken mal, was wir nehmen sollten. Wir haben den boosthaften Schnitt. Das ist einfach eine standard Nahkampfattacke mit hohem Schaden. Dann haben wir hier den Aderlass. Den nehmen wir auch mal mit. Haben wir hier sogar verbessert, ne? Entschuldigung, Schluck trinken. Das ist erstmal ein Fernkampf. Also irgendeinen Fernkampf werden wir mitnehmen müssen, weil es gibt nicht nur einen Nahkampf. Dann gibt es hier den Fechtschritt. Den Adler kann man von 3 Positionen aus machen, den steht auch von 3. Also ganz schlimm ist nicht. Damit kann man nach vorne gehen und das macht Gegenschlag an. Das ist super nice. Das soll man auf jeden Fall ausprobieren, mal zumindest. Und dann kann er noch eine Fähigkeit mitnehmen, die war. Das Problem ist, dass es hier einen nach vorne geht. Das müsste man kombinieren mit jemand anderem, der auch nach vorne gehen kann, vielleicht mit einem. Mit einem K-Tab oder sowas. Wie heißt der denn? Schildmaid, Schildsprecher, genau. Das kann man auch einmal pro Kampf machen. Gezielter Schuss ist natürlich ein Schuss, aber das ist diese Enttarnungsgeschichte. Und ein Buff für 20% Schaden. Das ist vielleicht nicht schlecht. Und die anderen Sachen sind halt Standardschüsse. Ich würde sagen, wir machen das so. So. Aber der hat einen dicken Fernkämpfer, Nahkämpfer draus gebastelt mal. Aus unserem Wegelager. Wegelager ist ein verwirrendes Wort. Schurke wäre eigentlich vielleicht das Bessere. Naja. Okay. Dann haben wir ein bisschen Equipment zu euch gemacht. Ich würde sagen, wir übertreiben es jetzt nicht, weil es also sogar für mich nicht besonders spannend ist. Ein können wir ja vielleicht noch. Ulfgar. Und Aussetzung aber auch nur ein. Stimmt. Stimmt, da haben wir nur Ulfgar, ne? Und er ist schon mehrfach gestorben. Okay, da hätten wir jetzt dieses Ding hier, ungewöhnlich. Prezi und Crit ist nicht so geil, würde ich sagen. Oh, der hat hier auch schon so ein Set zusammen. Das ist mit Sicherheit schlechter. Allerdings könnte man warten, dass man einen zweiten Aussetzung bekommt, dass man das Ding nehmen kann, oder? Halte ich mal lieber fest. So, das sind die ganzen Schildbrecher-Sachen, die habe ich schon tausendmal versucht und sortiert. Barbaren könnte ich hier noch einmal reinschauen. Nach Barbaren machen wir erstmal Schicht. So, dann haben wir hier nämlich exklusive zwei exklusive Items nur für Barbaren. Verstoßen allein bloßgestellt. Haben wir davon das andere Set-Item vielleicht? Gucken. Nein, haben wir nicht. Okay. Was macht denn das? Löwenkriegsbemalung macht Schaden bei niedrigeren Lebenspunkten. Das halte ich für nicht so geil, ohne dass wir den zweiten Gegenstand dazu haben. Und das macht minus Stressschaden, wenn wir hohes Licht haben und hohe Präzision, wenn wir hohes Licht haben. Das ist ein super Teil eigentlich. Hier, die etwas mickrige Haarnadel. Was haben wir denn? Wer von unseren beiden Barbarinnen, schwerpunktmäßig Barbara, würde ich sagen, müsste auch das bessere Equipment bekommen, weil die noch in den dunkelsten Dungeon kann, im Gegensatz zu Aspenna. Handschuh des Raufboldes. Schaden an der Front ist mega. Legendärer Armschutz, einfach nur Schaden. Ist auch mega. Also das ist so das Krawumms-Equipment, was sie trägt. Und sie hat hier Befähigungswiderstand. 20% Abwehr ist geil. Ne? 20% Abwehr ist schon ziemlich dick. Die ist ein bisschen stabiler. Und der klassische Sonnenring, den wir irgendwie ständig haben. Ich würde mal sagen, wir machen so ein hohes Lichtequipment mit ihr. Die Stiefel mit der Abwehr, die sind zwar ganz nett. Oder
Nee, Moment, nochmal raus beides. Kann man das hier nicht irgendwie. Ja, man kann die auch ganz leer kriegen, sehr schön. Und dann nochmal nach Charakterbeschränkung sortieren. So, ich würde sagen, Ashbenna. Hier dieses Sven auf Position 1 finde ich ziemlich cool. Das geben wir der Barbara mal ab. Also, das geht nicht auf die Art und Weise, okay. Dann machen wir die Ashbenna mit dem. Mit diesem Lichtequipment. Wo war der andere Sonnenring hier? Und die Barbara kriegt das Prügel-Equipment. Und zwar kriegt die einmal dieses Sven auf Position 1. Und dazu kriegt die schweren Stiefel, dass der Bewegungswiderstand auch noch erhöht ist. Ah, der ist auch geil hier, ne? Plus 20% Schaden. Also irgendjemand sollte den vielleicht nehmen. Buch des Zorns. Haben wir auch noch. Okay. So, dann machen wir das so. Dann bleibt die halt auch Position 1, wenn die 40% Bewegungswiderstand hat und kriegt noch die Abwehr dabei. Und sie hat das hohes Lichtequipment der Spinner. Versuchen wir es mal so. So, wir hätten noch 25% Schaden und. Ah, nee, okay, das ist 20% Schaden bei Lebensmittel unter 33%. Nö, das schmeißen wir direkt weg. Das. Sowas finde ich doof. Außerdem Anhänger der Erholung, 40% erhaltene Heilung ist mir auch. Nee. Braucht kein Mensch. Schaden gegen Blutsauger ist mir auch. Ja, wobei das kann man oder sowas kann man natürlich gezielt anlegen, wenn man zur Gräfin flitzt. Aber 25% ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Schaden. Ne? Da haben wir auch andere Gegenstände, die das machen, nur nicht gegen Blutsauger. Ich würde sagen, den können wir eigentlich auch wegschmeißen. Ups, nee, das wollte ich nicht wegschmeißen, das wollte ich wegschmeißen. Den entspannten Stein hier, den behalten wir mal ein bisschen noch, den finde ich schlecht. So, Gewürze, das ist wie kommt. Also das können wir eh nicht verkaufen, dann brauchen wir auch nicht schauen. Ah, das hier so ein bisschen zu clustern wäre echt schön, ne? Das. Naja. Pestdoktorkräuter haben wir hier noch. Nahkampf-Pestdoktor will ich eigentlich generell nicht haben, ehrlich gesagt. Man kann den, glaube ich, auch auf Nahkampf einfach mal specken, aber halte ich für unrealistisch. Jetzt habe ich mich hier schon viel zu lange aufgehalten. Guck mal, wir haben schon eine Viertelstunde rum. Wir brechen jetzt auf hier mit unserer mit dem Minimaus-Club hier. Oder Wiki-Maus-Club. Die gehen hier in den Lehrlingslevel. Entweder den kleinen oder den mittleren. Welchen wollen wir haben? Ich würde sagen, wir wollen die schnell leveln. Dann gehen wir mal in den. Ne, wir gehen. Komm, wir machen die kleine Quest. Sonst dauert das heute so lange. Leveln wir den einen. Wobei, Moment. Jetzt keinen falschen Fehler machen. Ich weiß. Wenn wir jetzt, ja, das Problem ist folgendes: Ich sollte doch den mittleren nehmen, weil Matilla ist so oder so jetzt gleich gelevelt. Und das ist natürlich schlecht. Dann ist die wieder gelevelt und alle anderen nicht. Deswegen nehmen wir die mittlere, dann kriegen alle dicke Erfahrungspunkte in der Hoffnung, dass dann ein bisschen besser wird. So, wir nehmen relativ viel von allem mit. Ich will unbedingt hier durchkommen. Bisschen bitter wird, genau. Also, dass wir viel Erfahrung kriegen, dass die anderen dann vielleicht auch hochleveln. Ich weiß immer nicht, wie viel man da genau braucht. So, wir nehmen ein Standard-Set mit. Wir können also hier Giftblutung können wir so wegmachen und Lebenspunkte kriegen wir nicht auch. Eigentlich ist das hier zu viel Essen wieder. Ich würde sagen, so wird es ausreichen, oder? Wohin gehen wir? In die Ruinen. Ja, in den Ruinen könnte man tatsächlich mal eine oder zwei, weil was. Ne, komm. Leute, das ist eine Mickey Mouse Club Quest hier für Geier, die ganz Kleinen. Die Dinge, die wir da mit Weihwasser kriegen, die sind nicht so gut, als dass wir dafür Weihwasser kaufen müssen. 90% aller Räume müssen erforscht werden und wir haben hier direkt eine Geheimtür am Eingang. Das ist natürlich ausgezeichnet. Gehen wir erstmal hier in die kleine Sackgasse am Start. Halt! Da haben wir Beute. Oh, die sammeln wir ein. Da können wir direkt draufklicken. Und wieder zurück. Werden wir da einen von den Schlüsseln schon mal los und kriegen wahrscheinlich Trapezoeda dafür. Oder da ist wieder so ein eingesperrter Dude. Ja, toll hier, so einen Aussätzigen oder jetzt schon Hunger ist natürlich nicht so gut.
Einen Aussätzigen oder einen Unhold hätte ich gerne. So, in die Geheimtür und wir finden die Truhe, wie erhofft. Wertvolle Schätze. Ja, drei rätselhafte Trapezoider, die lassen wir uns schmecken. Ah, ich sehe uns schon wieder hier mit starken Platzproblemen später kämpfen. Aber erstmal Schlägerei. So, bisschen wenig Licht. Dann verseuchen wir mal die beiden Dudes da hinten. Natürlich beide ausgewichen. Wir sind hier wieder auf so einer kleinen Level. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Wie sah es mit Betäuben? Oh, Betäuben sieht sehr gut aus bei euch. Oh, sehr, sehr gut sieht es da aus. Schaut mal, wie wenig Resistenz die alle haben. Würde ich sagen, versuchen wir mal hier so einen von den Stressbeuteln zu betäuben. Dann Verteidiger, Kampfgebrüll. Achso, den haben wir jetzt hier ohne. Okay, den haben wir hier ohne Ripost ausgerüstet. Hetzjagd gegen Leute, die nicht bluten, ist eigentlich witzlos, aber im Prinzip ist der ganze Hundemeister hier witzlos. Hundemeister in Ruin ist immer eine schlechte Wahl, das war nicht so gut überlegt. Mein Gott, ey, der ist Level 2 und hat schon 48 Leben. So, erinnert euch übrigens gerade, ich weiß nicht mehr genau, wie viel Geld wir hatten, bevor wir in den Dungeon gegangen sind, aber ich glaube, es waren so irgendwas in den 30ern. Aha, getroffen. 37.000 oder so in der Richtung. Und ich bin mal gespannt, wie viel haben wir rauskommen durch diese Bank. Die müsste uns einiges an Zinsen bringen heute. Also im Prinzip wäre ein schlauer Move, jetzt einfach ein paar Tage nicht ganz so viel Geld auszugeben. Vielleicht auch mal ein bisschen Stress drauf zu lassen. Rampart, zurückstoßen. Ja. Totschlag erstmal. Und dann vermehrt sich unser Geld von ganz alleine. Das ist ja eigentlich wie, wenn man ein Aktienpaket kauft. Ja, das ist schlecht. Komm, du bist mal direkt wieder zurück. Okay, du bist tot. Du brauchst noch ein bisschen. Du hättest noch eine Aktion, bevor du tot bist. Ja, okay, dann seid ihr beide jetzt praktisch tot. Müssen wir nur noch den vorderen machen. Ja, da müssen wir auf jeden Fall nie wieder eine Quest machen, um Geld rauszuholen. Das wäre vielleicht auch gar nicht mal so übel. Gruppenheilung, dann zerschmettern wir mal hier. Tödliche Last. Was macht das? Oh, schon wieder nach hinten. Ich mag doch überhaupt nicht nach hinten. Dann so. Aha. Alles klar, Problem gelöst. Das ist eine extremst lukrative Quest für so eine Mini-Quest, weil wir hier die 10.000 schon zusammen haben von den Trapezoedern direkt am Anfang. Verschlossener Sarkophag. Ich würde sagen, da lohnt sich der zweite Schlüssel direkt. Ja, guck mal, Leute, zwei Gänge gelaufen oder so. Oder ne, doch zwei Gänge gelaufen tatsächlich und schon zwei Schlüssel verheizt. Dann gehen wir hier senkrecht nach unten weiter. Wir könnten auch mal ein bisschen Licht machen. Die Falle entschärfen. Wer ist da gut drin? 70, 80, 90, 70. Okay, dann nehmen wir den mit den 80. Ein Kompromiss aus nötiger Stressheilung und Skill. Hier wohnt niemand. Ah, sehr gut, wir scannen wieder. Wir scannen natürlich nicht, wir erkunden. Keep it, keine Ahnung. Ich habe einen Satz angefangen. Weiß nicht, wie ich ihn beenden soll. Keep it Fantasy, vielleicht. Dann geht's hier rein. So, jetzt könnten wir da hoch, theoretisch. Da müssen wir allerdings eine Schaufel aufwenden. Wir müssen da nicht hin. Wir müssen 90% Raumerkundung machen. Deswegen lasse ich den mal weg. Da gibt's eh nichts. Das ist ein leerer Raum. Nee, weiter nach vorne. Lass mal den Hundemeister looten. Wenn der sich was einfängt, ist es am unwichtigsten.
Von Büchern lassen wir die Finger, würde ich sagen. Stelldunkel hier. Vielleicht ist das so ein Ruinending. So, dann laufen wir in so einen Kampfraum rein. Boah, wir erkunden aber wirklich wie die Wilden, ne? Wie ein Gegenstand, der uns irgendwie bessere Erkundungen. Ja, hier sind so die verbesserten Überraschungschancen und so weiter. Das ist nicht schlecht. Okay. Ja, aber sonst haben wir eigentlich nichts, was speziell uns erkunden lässt. Ich weiß nicht, ob der Hundemeister da per se gut drin ist. Das war jetzt gar nicht so schlecht, dass wir mal eine Fackel losgeworden sind. Habe ich Fackel gesagt? Ach, scheiße, das war doof. Essen wollte ich gerade nicht. Von Fackeln gesprochen und auf was anderes drauf gedrückt. Dass wir hier Essen losgeworden sind, haben wir Slot frei, das würde ich sagen. Und da geht's um. Das ist gar nicht so ungefährlich. Allerdings sind die überrascht. Ja, danke an das Buch. Ich stelle fest, dass ich das trotzdem rausnehmen sollte, das Buch, weil wie ich eigentlich in jeder Folge erwähne, ist es, ich überrasche gar nicht so gerne. Die Chance, dass die Gruppe überrascht wird, zu reduzieren, ist vielleicht gar nicht so übel, aber selbst die finde ich, ja. Ja gut, doch, da kann man vielleicht schon einen ausschalten, bevor die anderen dran sind. Aber wenn schnelle Gegner überrascht sind, das ist immer ganz, ganz schlecht. Die trifft man dann möglicherweise nicht, weil die nur aus welchen Welt haben, dann sind die zwei miteinander dran. Das ist in der Regel was, was ich vermeiden möchte. Sehr schön, dann betäuben wir mal einen. Ja, bluten tun die alle nicht. Ne, das lohnt sich nicht. Also der ganze Hundemeister ist eine Schnapsidee gewesen. Wobei man hier durchaus auch andere Sachen treffen kann, glaube ich, ne? In Ruinen. Ich erinnere mich noch, als wir hier noch Vampire getroffen haben. Das waren noch schöne Zeiten. Ne, der Hundemeister kann sich aber selber heilen. Würde ich sagen. Ah, sehr gut. Das war schön. Den ziehen wir nur mit. Der ist ja auch noch der niedrigstufige hier, muss man ja auch sagen, ne? Also der ist jetzt eh noch nicht zu so Großtaten bestimmt. Aber ich denke, den hochzuleveln tut uns sicher nicht schlecht. 5 Brunnen, der ist schon tot, okay. Tut uns sicher nicht schlecht, weil wir dann... 5 Brunnen, der ist auch schon tot, okay. Wir müssen heute den vorderen nehmen. Achso, ah. Ah, wie doof. Ah, der hat die Fähigkeit gar nicht, hä. Also, weil er auf hohen Leveln durchaus uns noch gute Dienste leisten kann. Wie gesagt, lecke deine Wunden. 8er Crit, sehr schön. Dann haben wir hier einmal mit dem Knüppel zu. Dann ist der hier einmal noch dran. Ja, super doof, ja, sehr schön. Haben wir hier noch Möglichkeiten? Nichts Wildes. Dann sei gerichtet, mein Sohn, sei gerichtet. Du könntest dich mal auflösen hier. Na gut, dann mache ich das für dich. Der kann gar nicht Gift heilen. Das finde ich tatsächlich doof. Das können wir vielleicht gleich mal. So, Platz machen für Urkunden müssten wir. Ich glaube, hier bringt eigentlich groß jemand zum Bluten in dem Laden. Da können wir hier herangehen. Okay. Ich würde tatsächlich mal rasten. Einfach, weil es unnötig ist, das noch länger aufzuschieben. Und dann sind wir hier den Slot wieder los. Ich glaube, heilen. Also der müsste ja 8 geheilt kriegen und der... Ach, wir haben so viel Heilfähigkeit. Ich glaube, das lohnt sich kaum. Wir machen eine halbe Ration. Schmeißen nur ein paar Buffs an. Stress reduzieren. Alle Gefährten. Das ist nicht notwendig. Wir haben super wenig Stress. Obwohl 10 ist das Niedrigste, was wir haben. Machen wir mal ein Gebiet. Komm. Ist doch ganz nett. Hier haben wir alle... 5% Abwehr, 5% Abwehr, okay, die sind alle nicht gläubig offensichtlich. Dann haben wir hier noch einen Gesang. Minus Stressschaden, eigentlich brauchen wir das nicht unbedingt. Gifthauch und Krankheit entfernen, ich glaube hier ist keiner krank oder vergiftet, wenn ich das richtig sehe. Puh, hier Stressheilung auf der Vestalin ist bestimmt gut. Heilung um 50%, ja, aber leider auf den falschen. Weil nicht auf sich selbst möglich, dann ermutigen wir hier nochmal die Vestalin.
Wo wir dann einfach 10% Schaden mit der Waffenübung machen, das ist ja eigentlich ein No-Brainer, oder? Oder ausweichen. Oder Abwehr. Oh, wunderschön. Achso, das nur für mich selbst. Ja, dann machen wir einfach den Schaden für alle und gibt es noch irgendwas für einen? Nein, haben wir nichts mehr. Dann gutes Nächtle. Wir sind gesegnet, denn die Furcht hat uns nicht übermannt. Sehr schön. Keinen nächtlichen Hinterhalt, das finde ich super. Dann gehen wir hier oben die große Runde. Brauchen wir nichts doppelt und dreifach zu machen. In den ersten Kampf hinein. Okay, das ist relativ easy. Nur drei Gegner und kein Tank dabei. Wir schmeißen als allererstes mal hier... Achso, wir haben das immer noch nicht. Ich habe den, glaube ich, absichtlich anders gespeckt als den anderen. Nur nicht gut. Na komm. Dann machen wir hier mal die Stärkung auf ihn. Schaden. Abwehr. Gut, komm. Ist doch okay. Du kannst mal wegen meiner eine Gruppenheilung machen. Dann haben wir hier die verlorenen Lebenspunkte fast komplett wieder zurück. So, du zerschmetterst jetzt mal. Und zwar den zweiten. Ja, hervorragend. Mit einem Schlag. Dann machen wir hier einen Hundebiss auf den dritten. Mittelmäßig erfolgreich. Aber was erwarten wir von einem Level 1 Hundemeister gegen Mundtote? Dann machen wir einen präzisen Schnitt oder die Seuchengranate. Wir machen die Seuchengranate. 5 pro Runde, 9 hat er leider noch. Dann ausgewichen. Ja, muss der da sein. Das reicht. Dann haben wir noch den einen übrig. Und der hat noch 2 Leben. Das kriegen wir, glaube ich, auch noch weg. Das sieht doch gut aus. Guck mal hier. Haps! Und Hundi hat ihn umgebracht. Ich werde voll. Der hätte ihn sogar gewonnen hittet, aber leider war der schon so weit unten. Und gleich mal hier mit den Hundeknochen. Was machen. Falls wir hier mal irgendwas treffen, was kein Knochenmann ist. So. Das könnt ihr alle gleich gut. Die ihr noch Stress habt. Ja, sehr gut. Also so stressfrei durch den Dungeon sollte es immer gehen, würde ich sagen. Der Inhalt des Sacks mit mir. Zitrin. Ihr erinnert euch, was mit Zitrin in der Regel geschieht. Aha, hier treffen wir mal jemanden, der sich wehrt. Und überraschen eben diesen. Das ist, ja. Überraschen ist, wartet ihr es. So, aha, getroffen, sehr schön. Und beide weichen ein. Maximal eine Aktion jeweils. Dann machen wir mal einen Richtspruch auf den hinteren. Okay, das legt ihn schon um. Glück haben, Hundebiss. Wir müssen 4 Schaden machen, dann wäre er weg. Ja, sehr gut. Aber beide hinten schon umgelegt, bevor es losgeht. Und vielleicht kriegen wir den ja auch noch. Nee. 2 zu wenig. Durchaus lohnenswert. Aber wir müssen sie alle eigentlich nochmal umspecken hier. Aber weil ich so den Waffenmeister traditionell früher immer gespeckt habe, also in meinem mein Urdurchläufen vor einigen Jahren. So ähnlich. Also ich habe gar nicht so viel auf diese Repost-Aktionen da Wert gelegt. Rabums. Haps, komm. Ah, das war zu wenig. Ich erschütterte Kräfte, ja. Wie war, wie war. 13 Schaden im Dolch. Das ist echt, also ein Dolch, der macht schon was, ne? Kretet häufig. So, können wir es wegschmeißen? Ja, die Hundeleckerli, die nee, brauchen wir ja auch einfach nicht. Können wir auf jeden Fall weghauen. Die Fackel können wir halt einfach anzünden und dann nehmen wir das Ding noch mit. Jetzt haben wir hier leider keinen Schlüssel mehr für. Nur mit Erbstücken. Können wir normal öffnen. Die ist dann entweder getrappt oder wir finden weniger. Ja, der Inhalt gehört mir.
Ja, super. Okay, das können wir alles mitnehmen. Dann geht's weiter. Vier Räume noch. Vermutlich mal, da wir hier hinten schon einen ausgelassen haben, vermutlich auch alle machen. Hier sehen wir leider nichts. Ich achte auf den Boden bezüglich Fallen, aber. Ja. Okay. Ein paar Skelette. Da kann ich ganz gut mit umgehen. Schmeißen wir dem hier mal so eine Seuchengranate an Balch. Und machen danach direkt den Richtspruch. Dann löst er sich tatsächlich schon auf. Sehr gut. Oh, wir sind, haben versäumt, in Position zu gehen. Ist aber nicht ganz so entscheidend. Rums. Sehr gut. Dann darf nur einer zuhauen. Das ist doch mal eine erfreuliche erste Runde. Ja, also die kleinen Dungeons sind schon sehr einfach, gerade wenn man keinen Platz für Geld mitnehmen. Das ist natürlich kein Zustand, ne? Zitrin wegschmeißen, ja, ne? So, dann haben wir hier alles aufgedeckt. Ja, wir haben alles aufgedeckt. Wir brauchen die Schaufel nicht mehr, schaut mal. Hier sind keine Hindernisse, die es wegzuschaufeln gilt. Dann schmeiße ich die beiden Schaufeln weg, dann können wir uns Deck Gold aufmachen. Das Gegengift könnten wir auch bei Zeiten mal benutzen, tatsächlich. Hier, also was ich sagen wollte, oh, das war gar nicht so schlau. Ja, okay, hier war ja niemand. Wir haben natürlich hier super High-Level-Equipment, hier wie diese Hexenkelle und so ein Krams. Dadurch wird es natürlich nochmal einfacher, wenn wir den kleinen Charakteren schon starke Ausrüstung geben, sind die kleinen Dungeons auch gar nicht mehr so gefährlich. Da, bei Darkest Dungeon gibt es halt keine Level-Caps für das Tragen von irgendwelcher Ausrüstung, von daher... Im Prinzip lohnt es sich, möglichst schnell große Dungeons zu machen und danach erst Charaktere auf Vorrat nachzuziehen, stelle ich fest. Quest abgeschlossen, aber wir sind ja noch gut im Saft. Dann laufen wir mal einfach noch weiter, gucken, ob wir noch irgendwelche Schätze finden. Ja. Wir sind quasi komplett, wir haben null Stress. Jetzt haben wir wieder zwei Stress. Okay, der Schlüssel. Ich würde ihn gar nicht so ungern mitnehmen. Das Problem ist, wenn wir jetzt Hunger kriegen, sind wir eh gefickt. Dann geht es uns eh nicht so gut. Von daher würde ich sagen, essen wir das Essen jetzt einfach auf. Nehmen den Schlüssel mit. Ich glaube, er kann auch noch haben. Ja. Nehmen den Schlüssel mit und hoffen jetzt, dass jetzt nicht noch eine Essenspause ansteht. Ja, guck mal, ich glaube, das Ding ist tatsächlich verschlossen. Das war eine gute Entscheidung. Ja, wenn der trifft, ist der Gift auch fast garantiert mit der Ausrüstung, die der da trägt. Der Muck. Was machen wir denn? Ich würde sagen, wir machen ein blendendes Licht. Auf den hier. Der ist auch nur dieses eine Mal dran. Ja, da weichen wir auch aus. Sie muss noch einen Schaden nehmen, dann haben wir sie. Das heißt, es macht Sinn, eine Hitzwerk zu machen. Sehr gut. Dann die zwei auf jeden Fall. Wow, wir haben Bluten durchgekriegt. Achso, ja klar, es sind ja Menschen. Das ist ein Traum, sehr schön. Dann zerschmettern wir den Kultistenschläger mal. Und dann können wir einen präzisen Schnitt auf ihn nachlegen. Da ist er tot. Dann müsste nur noch der Knochenbeschützer sterben. Dann haben wir alles. Den versuchen wir, ne, betäuben bringt glaube ich nichts, ne, weil der plus 50%, das ist immer noch ein schlechter Wert, 75%. Wir haben 110% dafür, das können wir einfach nochmal probieren. Ne, aber das hätte ich tatsächlich klappen können. Hat's. 5 noch. Einmal darf ich noch zuhauen und ich denke, dass wir ihn danach befrieden können. Bums. Ja, man muss hier nicht so viel über Bande spielen mit der kleinen Gruppe. Verschlossener Sarkophag und guckt, wer einen Schlüssel behalten hat. Wow! Gott sei Dank haben wir den Schlüssel behalten. Diese 250 Gold, die hätten wir uns nicht entgehen lassen können. Endlich lacht uns das Glück, ja. Schön. Also 200 Gold sind echt fetter Loot. So, wir haben die Quest geschafft. Hier hinten ist nichts mehr. Da ist nur noch ein Kampfumgang, deswegen hauen wir ab. Und finden...
einen beruhigenden Kristall. Den kann man lutschen. Wie so ein Schnuller. Das baut auch Stress ab, aber finde super viel Geld. Hier, guck mal, wir haben über 20.000, 21.000, fast 22.000 Geld gemacht in so einer Billig-Quest durch den Geheimraum, den wir entdeckt haben. Das war natürlich super. So, Martella verlässt uns nach oben, wie es zu erwarten gewesen ist. Und die anderen halt leider nicht. Das heißt, wir haben schon wieder keine kleine Gruppe mehr, die wir jetzt irgendwie hier gemeinschaftlich hochziehen können. Und das wird auch erstmal so bleiben. Heiler Schaden ist mega witzlos. Das ist gut. Gutes Auge. Und ja, aber zumindest ist Martella hoch. Ich würde sagen, mit kleinen Beschäftigungen und so auch in ihrer Zukunft erstmal nicht mehr. Und dann müssten wir mal langsam wieder ein paar mittlere. So, Life hat eine Glückssträhne. Glückssträhne, hoffentlich heißt das, dass wir auch mal Geld kriegen. Guck mal, 60.000. ein paar Zinsen sind durchaus dazugekommen. Und die Ruinen wurden erkundet. Wir schauen nochmal schnell rein in die Ruinen. Da ging es nach oben. 80%. Ich würde sagen, bei der nächsten Ruinenquest haben wir die Ruinen aufgelevelt. Allerdings gibt es hier auch nochmal das Ding von den Sternen. Sollen wir also uns so gut überlegen, ob wir direkt wieder in die Ruinen gehen wollen. Allerdings, mein Mini-Club hier, die sind alle komplett stressfrei. Nur leider fehlt ihnen halt der letzte Mann, die letzte Frau. Wenn jetzt hier eine von meinen Wunschklassen... Na, Fitzuk, du wärst tatsächlich da. Wollen wir dich haben? Könnte man sich überlegen, weil Level 1 wäre okay für mich auch. Bleibt ja zumindest noch ein bisschen. Nach Stufe einmal sortieren. Achso. Habe ich noch nicht ausgeschmissen, alles klar. Ich werde wieder nur eine Quest machen können und dann sind Mock und Duncan oben raus. Von daher eigentlich egal, ob wir den nehmen oder einen anderen. Aber für Spaß. Oder eine Musketiere haben wir auch noch keine zweite. Und nachher haben wir auch noch keinen zweiten. Picara. Eigentlich ein schöner Name auch. Wäre also alles ein... Achso, der Name ist aber Level 0. Den will ich nicht. Am ehesten gebrauchen können wir wahrscheinlich die Musketieren. Ich nehme die mal. Ja, ist allerdings ein absoluter Scheißname. Die wird bald Zeiten ausgetauscht. Okay. Na gut, Leute. Dann haben wir es für heute, würde ich sagen. Haben es überstanden hier. Die kleine Auflevel-Quest und vor allem hier so ein paar kleine Verkaufssachen. Wir würden, aber ich level tatsächlich mal eben hier um. Bei den Charakteren, und zwar Martella hat das Standard-Set für eine Vestalin, das bleibt so, ne? Mock der Dritte, so, dann überlegen, ich hätte eigentlich, also das ist nice hier mit dem Schaden erhöhen, das funktioniert allerdings wirklich nur in Kombo mit so richtig Pitch-Damage-Dealern, das war jetzt hier überhaupt nicht der Fall. Das kann man gut gebrauchen, wenn man zum Beispiel mit einer Barbarin oder mit der Schildbrecherin rumläuft oder mit einem Wegelagerer vielleicht auch, also so ist es relativ armselig. Und Blendgas brauche ich auch so gut wie nie. Was ist das hier eigentlich? Verwirrender Knall. Ich soll mal rausfinden, was das umstellen bedeutet. Das habe ich noch nicht gemacht. Eigentlich fehlt mir halt dieser Giftschlag hier vorne. Und eigentlich fehlt mir das ja auch. Aber dann ist es wieder genau das gleiche wie Ogimo. Vielleicht lasse ich den tatsächlich mal eine Weile so. Und probiere mich mal hier durch, ob das auch eine Option ist. Eigentlich Giftrauchbluten halt ist einer der Hauptgründe, so einen Pestdoktor mitzunehmen. Das ist so ein Punkt. Müsste ich mal drüber nachdenken. Aber noch gar nicht so schlecht. So, er hat das absolute Standard-Set. Stresszylindern um 2, Brinon. Ja, um 2 ist natürlich Mist. Bewachen brauchen wir auch nicht. Und das ist ja die Nahkampfattacke. Mit Betäubung auch im Prinzip. Also, man nimmt ihn mit, um Blutungseffekte zu applizieren. Ne? Man könnte jetzt einen nehmen, der halt auch gegen was anderes mal gut ist, weil das Problem ist hier immer. Den Biss, den brauche ich eigentlich immer nur dann, wenn die Hetzjagd sich nicht mehr lohnt. Dann benutze ich den Biss. Von daher könnte man mal versuchen, den Biss rauszunehmen und dafür zum Beispiel diesen Totschläger mal reinzunehmen. Den kann man auch von den vorderen zwei Positionen nur benutzen. Das ist das Problem. Aber das würde ich mal machen wollen. Dann gilden wir den mal schnell, den guten Brinon. Vielleicht sehen wir es nämlich nur einmal in unserem Leben. Ja, ich würde sagen, die bestehenden Sachen kann man durchaus trotzdem leveln, außer den Wach und den... Oh, der Zerstörung, auch ein geiles Wort. Auch seit dem Ruf der Zerstörung meinte ich auch. So, dann nehmen wir mal den Totschläger und specken den Brinon da mal drauf. Das Selbstheilen finde ich auch gar nicht so falsch, aber obwohl...
Kann man auch mal rausnehmen. Brauche ich so selten. Komm, den nehme ich auch mal raus und nehme dafür vielleicht mal die Stresslinderung mit. Von wo aus kann man die? Ne, die geht nur von den hinteren Beinen. Das ist schlecht. Das passt gar nicht zusammen. Ne? Aber wenn wir den Wachhund, das ging von überall aus, dann nehmen wir den Wachhund mal mit. Dann probieren wir das mal aus. Also, was heißt probieren wir aus? Wir wissen also, was das macht, ist relativ klar. Die Frage ist eher, wie oft wir es einsetzen. Im Prinzip müsste man die beiden aber zusammennehmen, Wach und Null lecken. Das ist eigentlich Quatsch, da nur eins von zu nehmen. Komm, dann tun wir den Pfiff auch noch weg, den Verheerenden. Und nehmen das Wundenlecken doch wieder rein. Weil wenn wir hier Schaden auf uns umlenken, ist ja schon sinnig, dass wir den dann hinterher wieder geheilt bekommen, ne? So machen wir es. Und danken. So, aber danken ist die Sache. Ah, ich wäre sehr großer Fan davon, die Vergeltung reinzukriegen, was ist schon gerade auf den niedrigen Leveln, auf denen der sich gerade rumklopft, schon noch richtig stark. Bitte nach oben hin immer uninteressanter für die ich. Was können wir denn raus? Ich finde das Kampfgebrüll. Das Ding benutze ich auch nie. Das Rampart ist nicht schlecht. Das Schmettern ist nicht schlecht. Komm, dann nehmen wir das Kampfgebrüll raus und nehmen die Vergeltung dafür rein. Das passt dann so. Und dann gehe ich jetzt nochmal schnell durch, ob wir hier noch irgendwelche Sachen beim Schmied kaufen können. Alles durch, was wir können. Ich würde sagen, wir haben Geld genug. Aber es sieht gut aus. Nein, hier, Utopia, schau mal, die kann noch gelevelt werden. Quartosh hat noch. Was auf dem Einkaufszettel stehen. Ulfgar. Das war's. Okay, das ist gar nicht so wenig gewesen. Haben wir jetzt auch ein bisschen Kohle nochmal investiert. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Und wir sehen uns morgen wieder und mal schauen, wo es dahin geht. Bis dahin, ciao, ciao.